bin der Lukas Hollers, Triathlet aus der Region Zell am See-Kerbrunn. Wir sind hier gerade im Strandbad in Schüttorf, wo auch der Start zum Sitzi.3 Rennen in Zell am See-Kerbrunn stattfindet. Ich werde euch kurz zeigen, wie ein normaler Trainingsalltag eines Profi-Triathleten aussieht. Normalerweise startet mein Tag immer mit einem Schwimmtraining, quasi zum Munterwerden, und ich werde euch jetzt mit einem Sprung in den Zellersee das mal genauer zeigen. Ah, das war jetzt angenehm. So, Schwimmer ist gemacht. Jetzt geht's ab zum Radeln. Das Radeln wartet schon auf mich. Wie man hier sehen kann, in Zell am See-Kerbrunn ist das Schwimmen, das Radfahren, das Laufen nicht nur gut, um die körperliche Fitness eben zu steigern und zu optimieren, sondern hier tut man auch was für die Seele, und die atemberaubende Kulisse machen das Übrige, machen den Tag neben den sportlichen Aktivitäten noch zu einem wunderschönen Erlebnis. Sollte das Wetter mal nicht so gut mitspielen wie heute, dann hat man auch im Tauernsbacherbrunn oder im Zeller Hallenbad optimale Möglichkeiten, auch sein Training indoor zu absolvieren. Schwimmen, Radfahren haben wir jetzt gemacht. Prachtvolles Wetter, geniale Strecken. Was fehlt noch? Jetzt geht's los mit dem Laufen. So schaut der Trainingsalltag hier in der Region Zell am See-Kerbrunn aus. Ich hoffe, ich habe euch begeistern können. Ich glaube, die Bilder und die Aufnahmen sprechen für sich. Und ja, in dem Sinne sehen wir uns spätestens beim 70.3 Ironman Zell am See-Kerbrunn. Bis bald!